Polo G's Karriere scheint momentan zu sterben. Wie das so kommen konnte und wieso Polo G für so reingeschissen hat, ja, darüber reden wir heute in diesem Video. Polo G war so einer der großen Rapper der letzten Wave. Mit Lil TJ hat er alles auseinandergenommen. Pop Out war so der Motherfucker-Track und ich persönlich fand Polo G sogar stärker. Er konnte hunderte Millionen von Streams generieren. Er hat mit krassen Künstlern zusammengearbeitet. Und Bro, alles lief gut. Alle seine Alben haben sich sehr nice verkauft. So, er hat wirklich sehr viele Streams gemacht. Er hatte viele Hits. Aber irgendwie läuft es nicht mehr und er release auch keine Musik mehr. Und das hat meiner Meinung nach viele Gründe. Denn Polo G ist ein Künstler, der immer davon gerappt hat, wie schlecht es ihm ging. Er hat davon gerappt, dass er es aus den Trenches rausgeschafft hat, dass er es aus der Scheiße rausgeschafft hat und jetzt allen seinen Familienmitgliedern was Nices ermöglichen will. Ja, und dann kam es halt zu so einer ganz komischen Verhaftung bei einer Release-Party von ihm. Und Polo G wurde im Endeffekt auch freigesprochen. Das hat eigentlich auch schon Welle gemacht, so, aber das ist jetzt nicht von Belang. Es gab aber ein Video, in welchem Polo G mit so einem Cop redet. Und das hat sehr viele Fans abgefuckt. Denn Polo G redet hier sehr respektlos mit diesem Cop. Eigentlich juckt das hier an der Hip-Hop-Community echt nicht. Ich denke, ihr wisst da alle Bescheid. Aber das war jetzt nicht dieses, hey, du bist ein Cop, fick dich, Geschwätz. Sondern das war dieses, hey, du verdienst nicht so viel Geld wie ich. Du bist weniger wert. Du bist kein Mann. Und das, Bro, das kam halt echt nicht gut an. Oh, here we go about the bro and about the money. Oh my God. I'm just saying, we got $10,000 in your bank account right now. You got $10,000 in your bank account? I'm just saying, bro, because if you die right now, because what could you give your kid? If you die right now, what could you give the lady that you in bed with? What could you give to your mama? Have you ever bought your mama anything? Yeah, Mother's Day. Did you buy your mama a car? Did you buy your mama a house? I did that. I did both of those. Was it good for you, bro? I'm glad you did that. Ever in life. I would love to do that one day. You would love to do it, but you never will. And what is that supposed to make me feel like? A less of a man than you are? Yes, that's supposed to make you feel like less of a man. So what I gotta do? I gotta be a rapper? But I do provide. I do. Und das hat wirklich an seinem Image gekratzt. Und wenn wir jetzt gucken, hey, welche Songs sind seine erfolgreichsten, dann fällt uns relativ schnell auf, dass so gut wie jeder erfolgreiche Song einen Piano-Beat hatte. Und so hat er halt auch seinen Spitznamen Piano G bekommen. Und dieser Spitzname begleitet ihn wirklich schon seine ganze Karriere. Piano G, Piano G, Piano G. Ich hab's überall lesen können. Ganz Twitter, ganz Instagram war voll damit. But we seen him tweet recently. He said, yo, I made more than enough. Trust me, Piano G. I made 30 million plus off that instrument, okay? And he also tweeted out, he said, yo, this rap shit got so lame and watered down, it ain't fun no more. Honestly, after my Hood Poet album, I'm considered retired from music. So I appreciate everybody riding for me tenfold. I think that Polo G feels very underappreciated when niggas usually start tweeting like that, start reminding motherfuckers, and also start saying, you know what, y'all got it. Basically just throwing in a white flag. Ist, because they don't feel appreciated enough. Jeder Fan hat unter jedem Polo G Video dieses Piano G erwähnt. Und Bro, das lag halt ganz einfach daran, weil sich sehr viele Fans Abwechslung gewünscht haben. Das verstehe ich auf jeden Fall so. Das ist eine ähnliche Situation wie bei Lil Baby. Denn der Erfolg von seiner Karriere scheint momentan auch so ein bisschen nach unten zu gehen. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Und das aus den gleichen Gründen. Und zwar, weil er zu wenig Abwechslung in seine Musik reinbringt. Aber Leute, so, ihr dürft nicht vergessen, Polo G ist mit diesen Piano-Beats einfach erfolgreich. Er hat seine größten Hit-Singles auf diesen Beats geschrieben. Und er selber sagt auch, dass er seine Emotionen auf diese Type-Beats einfach am besten rüberbringen kann. Wieso zum Teufel sollte er dann aufhören, solche Beats zu benutzen? Ja, wir lieben alle den harten Polo G und Polo G kann auch harten Rap machen. Aber wenn er diese Piano-Beats halt am meisten fühlt, wieso soll er es dann nicht machen? So, das ist halt so ein Punkt, den ich jetzt nicht immer verstanden habe. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Fans gelangweilt von seiner Musik sind. Was ihn aber in seinen frühen Tagen seiner Karriere ausgemacht hat, war ganz einfach der Fakt, dass er sehr viel Musik gedroppt hat. Er hat viele Mixtapes und viele Alben gedroppt, aber momentan kommt halt gar nichts mehr. Jetzt vor 2 Wochen kam eine Single. Die Single davor kam im August 2023 und da merkt ihr schon, okay, hey, da sind einige Monate dazwischen. Und ja, das ist auch schade, denn ich merke es bei mir selber, die Leute vergessen Polo G, genauso wie ich. So, ich höre immer noch Polo G, aber du denkst jetzt nicht mehr jeden Tag, okay, hey, wann droppt Polo G neue Musik so? Das ist ganz normal in der Musikindustrie. Wenn du keine Musik droppst, gerätst du in Vergessenheit.
So, das gehört dazu. Deswegen musst du halt immer aktiv bleiben, vor allem am Anfang deiner Karriere. So ein Kanye oder so ein Travis Scott, die haben sich halt alle schon bewiesen. Aber so ein Polo G ist momentan in einem sehr wichtigen Punkt von seiner Karriere und den scheint er momentan zu verkacken. Ob er dran schuld ist, wissen wir nicht so. Selbstverständlich kann es auch sehr gut sein, dass hier Label-Probleme mit reinspielen, weil sein Label ihn einfach nicht releasen lassen will. So. Das passiert sehr oft. Sehr viele Labels machen sowas und das würde mich auch nicht wundern. Andererseits dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, hey, der hat privat eventuell echt eine Menge Probleme. Denn letztes Jahr wurde er auch mit seinem Bruder verhaftet. Da wurde die Villa von Polo G geraided in Los Angeles und beide wurden mitgenommen. Einige Monate später oder einige Wochen waren es, ich weiß es gerade gar nicht mehr, da wurde dann auch bekannt gegeben, dass Trench Baby, also der kleine Bruder von Polo G, nochmal verhaftet wurde und das in Bezug mit einem Mord. Denn Trench Baby wird vorgeworfen, ein Drive-By-Shooting an so einem Typen vollzogen zu haben, welcher im Endeffekt gestorben ist. Und wenn dein kleiner Bruder im Knast ist, wegen Anschuldigungen zum Mord, so, dann bist du auf jeden Fall nicht so bei der Sache. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen und ich würde das auch absolut verstehen. Aber ja, Leute, ist schade, was gerade bei Polo G abgeht. Wie gesagt, ich finde, er ist so mit einer der nicesten Künstler so dieser letzten Wave gewesen, so mit Lil TJ. Aber Bro, so, im Endeffekt muss er sich beweisen. Und ich hoffe wirklich, dass seine Erfolgskurve wieder nach oben gehen wird. Ich würde es Polo G gönnen. Ich feiere gerade auch seine alten Songs so. Ist halt Nostalgie, so wie bei vielen anderen auch. Aber ja, so ein Fell-Off hat er eigentlich nicht verdient. Wie seht ihr das Ganze, Leute? Hört ihr immer noch Polo G? Und wenn ja, welcher ist euer Lieblingstrack aktuell? Wie findet ihr die neuen Songs so? Würde mich echt interessieren. Lasst eine Bewertung, einen Kommentar da, so könntet ihr mich krass unterstützen. Wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.